Jo Leute, willkommen zurück bei Tomb Raider Definitive Edition. Und ja, wir haben nicht hier aufgehört, Leute. Aber heute werde ich sammeln. Und ich werde holen, was ich finde, natürlich, ne? Was ich nicht finde, werde ich dann auslassen und wir machen dann einfach weiter. So, ich habe hier ein Tagebuch gefunden. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß, Leute. Und abonnieren und bitte liken nicht vergessen. Whitman ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride. Ja, Leute. So, den einen haben wir. Jetzt hole ich mir den Reliquie. Der ist hier drüben. Ich glaube, der ist in der Nähe, ne? Ich mache hier keinen Cut dann. Holen wir uns den. Jo, der war hier versteckt. Diese Maske wurde im traditionellen japanischen Nottheater benutzt. Ich glaube, sie stellt einen Dämon dar. Einen Oni. Ein Preisschild? Dann ist das wohl eine Replik. Ja, nicht echt. Wir kennen ja, eine Wrestlerin benutzt das ja immer. So, Leute, dann haben wir das hier dann, ne? Ja, da fehlen noch Sachen. Geisterjägerin, ich habe manche gesammelt. Ich habe fast 100%, wenn man so überlegt. Außer wenn ich die nicht gesammelt habe, ne? So, zum nächsten Ort gehe ich dann. Hier ist das dann. Das, ich glaube, das gehört noch dazu, ne? Die Reliquie dann hier drüben. Ja, ich mache einen Cut jedes Mal und ich werde beim nächsten Mal immer nicht sagen, ja, wir sehen uns gleich dann wieder. Ich mache die ganze Zeit Cuts, Leute. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So. So, Leute, da bin ich wieder. Ich war unterwegs, jetzt bin ich im anderen Lagerfeuer, aber da sind Leute, ne? Deswegen, so, haben wir das jetzt drauf? Nein. Jetzt. Ist ja nur einer. Ja, da sind noch welche. So, die Reliquie, das war die, ne? Ja. Jemand hat sich dieses Foto oft angesehen. Es wurde häufig zusammen und auseinandergefaltet. Er kehrte nie nach Hause zurück. Diese Insel hat so viele Leben gefordert. Ja. So, was suchen wir jetzt? Weil so wichtige Sachen zeige ich euch. So unwichtige Sachen, so wie Geocaches und so, die werde ich dann offcam machen, Leute. Die brauche ich euch nicht zu zeigen. Zum Beispiel den hier. Den hole ich mir dann so. Aber so welche Reliquien werde ich euch zeigen. Oder hier Dokumente. Ne? Das sind die wichtigen Sachen, Leute. Heute sammeln wir, wie gesagt, ne? So. Ab zum nächsten. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe das schon hier aufgemacht. Ja, ich habe nur ich habe nicht richtig geschaut, ne? Ich habe die Reliquie hier habe ich markiert. Ich dachte, ich habe einen Geocache gemarkiert. Deswegen habe ich euch jetzt nicht gezeigt, wie ich das hier aufgekriegt habe. Auf jeden Fall mit den bogenen Pfeilen habe ich hier aufgekriegt. Kennt ihr bestimmt schon. Aber wir schauen uns die Reliquie an, ne, Leute.
Das ist das Wichtigste. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Okay, da ist noch was. Lara, mach's mal bitte. Ich mach das irgendwie nicht. Lara, hast keine Lust? Das sind wahrscheinlich Maitake-Pilze zur Stärkung des Immunsystems. Auch bekannt als tanzende Pilze. Okay. So, ich habe hier auch Gegner gekillt, Leute. Hier kamen welche. So, suchen wir den nächsten, ne? Geocache. Wenn ich gleich bei der Reliquie oder bei einem Dokument bin, sehen wir uns dann gleich. So, bis zum nächsten. So, Leute, da bin ich wieder. Weiter geht's. Und da haben wir den nächsten Reliquie. Aber hier war noch eine Kiste. So, da unten ist die. Das ist große Klette, eine Wurzel, mit der im Campo traditionell Entzündungen behandelt wurden. Okay. Aber die Kiste holen wir uns noch. Da hier unten, ne? So, zum nächsten. So, kommen wir zu dem Tagebuch diesmal. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Ja, wieder eine alte Schriftrolle. So, direkt zum nächsten. So, da sind wir zu dem nächsten gekommen. Ja, deswegen sammle ich die auch. Wegen Fähigkeitspunkten, Leute. Amerikanische Soldaten würden so etwas nie zurücklassen. Ich glaube, keiner von ihnen ist lebend von hier weggekommen. Ja. Kennen wir ja schon von einem Film. Wie heißt das nochmal? Spaß. Expendables, Leute. Expendables, sagen wir. So, zu dem nächsten. Die zeige ich euch sowieso nicht, aber zu dem Dokument. Wenn ich zu dem gehe, dann. Ja. So, hab den Dokument jetzt schon gefunden. Da drüben ist der. Heute bin ich Hoshi, Tochter von Hiro und Kokoro. Morgen bin ich Hoshi, Tochter der Sonne. Die Königin hat gesprochen und ich erhielt Gewänder. Jedes Mädchen in jedem Dorf träumt von dieser Ehre. Mutter weint unaufhörlich und Vater strahlt vor Stolz. Er hat noch nie so viel gelächelt. Diese gewaltige Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Uns wird es zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen, das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin. Ja. Die nächsten Auserwählten sind das, ne? Das ist Hoshi. Alte Schriftrolle. Ja, damals haben sie sich wirklich geopfert, ne? Jetzt machen die so einen Scheiß nicht mehr. Ist so, Leute. Ah, da sind noch Eier, die könnte ich mir noch holen. Ja, komm. Ab zu den nächsten, Leute. So, wir sind bei dem nächsten und ich habe hier ein Dokument vergessen. Oh, der hat nicht gespeichert, kann auch sein. Baby, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, also sag ich es einfach rundheraus.
Alicia ist von dir. Vielleicht wusstest du es schon, aber da ich nun wieder auf der Endurance angeheuert habe, kann ich es dir nicht länger verschweigen. Du musst verstehen, dass ich dich nie aus ihrem Leben ausschließen wollte. Aber ich kenne dich, Ross. Ich weiß, wie du lebst und was du willst. Sesshaft zu sein und ein Kind großzuziehen, gehört nicht dazu. Vielleicht habe ich es vergeigt. Vielleicht hätte ich dir eine Wahl lassen sollen. Stattdessen habe ich entschieden. Ich dachte, es wäre das Beste. Nach der Expedition sollten wir uns mal über die Zukunft unterhalten. Denk einfach mal ein bisschen darüber nach. Okay? Ja, kann der wohl nicht mehr, weil er ist gestorben, ne? Leider. Er hat uns gerettet. So. Ich gehe zu dem nächsten, ne? Ich weiß schon wohin. Deswegen. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe jemanden da oben umgebracht und ich bekomme den nicht mehr. Der ist hier drüben. Alter, das ist mir auch noch nie passiert, ne, in einem Spiel. So, egal, wir holen uns das nächste. Königin, wie ich nun hier stehe, leiste ich euch diesen Treueschwur. Als erste Sturmwache und General eurer Armeen werde ich euch vorbehaltlos dienen und das Land Yamatai sowie alle eure Untertanen beschützen. Ich werde den Rest meiner Tage an eurer Seite stehen und meinen Posten nur auf euren Befehl verlassen. Sollte ich in meinen Pflichten scheitern, ist mein Leben verwirkt. Mein Herz schlägt auf eure Anweisung. Ich atme, wie es euch gefällt. Von diesem Moment an unterstehe ich einzig euch. Ja, der General war das. Von den alten Schriftrollen. So. Ab zu den nächsten, ne? So, Leute, da bin ich wieder. Wir sind jetzt woanders. Ich zeig euch das mal schon. Wir sind hier. Und ich habe den hier vergessen. Keine Ahnung, warum. Eine Münze der Edo-Periode. Vielleicht habe ich nicht richtig geschaut. Im späten 17. Jahrhundert. Könnte aus vielen der alten Wracks auf der Insel stammen. Ja, geprägt im 17. Jahrhundert, Leute. Ich hab die jetzt unterbrochen beim Redel. So, ab zu den nächsten. So, Leute, da bin ich wieder. Schaut mal, wo ich bin. Bei Bergbasis, genau. Hier haben wir was vergessen. Keine Ahnung warum. Vielleicht waren hier Gegner oder so. Bestimmt. Was auch geschieht, ich folge jetzt Vater Matthias. Ich sitze zwar auf dieser Insel fest, habe aber den bestmöglichen Job. Er nennt mich seinen ersten Solari. Matthias mag wahnsinnig sein, aber er ist klug und gefährlich. Er weiß Dinge über die Insel. Ich glaube, er ist unsere einzige Chance, hier jemals wegzukommen. Matthias sorgt für uns. Wir haben Waffen und Nahrung. Alles, was die Stürme anspülen, gehört uns. Und wir bestimmen das Schicksal neuer Überlebender. Wer sich auflehnt, wird getötet. Wir sind die Herren dieses Gefängnisses. Ja, schön macht ihr das, ne? Oh Mann. So, Leute. Ab zu den nächsten. So, da bin ich wieder. Ja. Basis Außenbereich sind wir. Und wir haben hier eine Reliquie vergessen. Eine Plakette, wie sie Schützen zweiter Klasse in der kaiserlichen japanischen Armee verliehen wurde. Eine undeutliche Kanji-Gravierung. Der Name einer Person? Ja, keine Ahnung. So, ab zu den nächsten. So, Leute, da bin ich wieder. Wir sind jetzt bei Barackenstadt. Und hier haben wir auch Sachen vergessen. Dieser goldlackierte Inro enthält Schreibgerät und eingetrocknete Tinte. Wahrscheinlich Eigentum eines Hofschreibers oder Historikers. Okay, die sieht aus wie diese, keine Ahnung, ey, was wir auch vorher hatten, ne? Erinnert euch bestimmt. So, wo ist der andere jetzt? Der müsste hier sein. Ist er über mir? Okay. Von wo kommen wir jetzt hier hoch? Ah, von hier.
So. Matthias lässt uns nach starken Männern für die Bruderschaft suchen. Klug sollen sie nicht sein. Sie sollen nur Befehle befolgen und arbeiten. Wer Fragen stellt oder sich weigert, wird sofort getötet. Und über die Frauen entscheidet Matthias. Die meisten werden den dunklen Wesen geopfert. Einige für das Ritual ausgewählt. Wir machen bei der Krankenzeremonie mit. Einige Brüder glauben langsam sogar daran. Etwas kontrolliert diese Stürme rund um die verfluchte Insel und lässt uns nicht fort. Vater Matthias redet angeblich damit. Mit ihr, diesem Geist der Sonnenkönigin oder so. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, aber ich tue alles, um zu überleben. Ja, das war das letzte Dokument, glaube ich. Steht ja auch da, 555. So, deswegen sammeln wir die auch, wegen Fähigkeitspunkten, Leute. Dann kann ich mir auch andere Sachen machen, ne? Ich glaube, ich werde einen Fähigkeitspunkt benutzen vielleicht, damit wir auch viel besser die Sachen, Gegenstände finden können eigentlich, ne? Aber egal, ab zu den nächsten. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe hier eine Reliquie vergessen. Oh Mann. Die habe ich hier nicht aufgepasst. Ein Fächer für eine besondere Gelegenheit. Wahrscheinlich eine Hochzeit. Sieht nicht älter aus als ein paar Jahre. Naja, manche Sachen finde ich aber nicht, Leute. Die sind schwer zu finden oder ich muss die Fähigkeitspunkte da holen. Weil hier fehlt uns noch ein Reliquie und ein Dokument. Da habe ich überlegt, ich hole mir das dann später, weil es wird Zeit, dass wir weitermachen, ne? Weil ich möchte auf jeden Fall, ich zeige euch das mal, wir haben zwei Fähigkeitspunkte. Wir haben auch richtig viel gut gesammelt. So, dass wir endlich mal, ja, zu Bergwald gehen, ne? Dann geht das ja weiter. Machen wir auch. Boah, ich habe richtig lange gesucht, Leute. Ich suche schon seit fast eine Stunde, mehr als eine Stunde sogar, ne? So, hier haben wir aufgehört. Genau. Jetzt geht's weiter. Hier habe ich ordentlich jetzt weiter gesammelt, ne? Reliquie, fehlen uns noch zwei Stück. Genau. Oh, ein Grab gibt's hier noch. Ja, den hole ich mir auf jeden Fall auch. Ja, den habe ich sogar gefunden. Ja, dann machen wir den. Komm. Warum nicht? Perfekt. Ja, es geht weiter zum Glück. Boah, ich kann nicht mehr. Ich bin die ganze Zeit nur am Suchen gewesen. Ohne diese Fähigkeitspunkt, dass man Schätze findet, ne? Kannst du vergessen. So, die ganze Zeit, wie blöde, drückst du die ganze Zeit L1. Irgendwie kommt mir das auch hier bekannt vor. Ja, ich kenn das schon hier, ne? Ich kann das auch so machen. Na, den Fackel brauchen wir nicht. Yo. Das war krass, ne? Aber die ziehen dich auch jetzt an. Ich auch. So. Damit wir Licht hier haben, ne? Und, ja komm, wir machen einen Fähigkeitspunkt. Warum nicht? So, was könnte ich machen? Das meine ich, Leute. Das ist das, glaube ich. Hier. Dann können wir alles finden, aber ich überleg's mir, ja. Eigentlich ist das wichtig, einerseits nicht. Dieser Ausweichkill. Ja. Den könnte ich eigentlich auch machen. Oder wir machen die, die sind auch wichtig, Leute. Ich bin euch ehrlich. Weil man kann die Köpfe dann sehen. Dann leuchten die so ein bisschen rot. So, den werde ich machen. Und die Schrottflinte brauche ich sowieso nicht in den Kopf zu schießen. Den könnten wir noch machen, aber... Ja, das mit den Belohnungen habe ich immer noch im Kopf, ne? Ich glaube, das mache ich, ey. So, wenn wir beim nächsten Mal was suchen, dann können wir das auch besser finden. Komm. Haben wir das hinter uns. Die sind wichtig. So, jetzt müssen wir hier hoch, aber ich muss das, glaube ich, wieder explodieren lassen. Damit wir dann schnell wieder hochkommen, ne? So, welche Richtung jetzt?
Achso, hier. So, dich zünden wir auch mal an. Haben wir noch einen hier? Nö. Man sieht auch viel, ne? Ach so. Ja, dachte ich. Ich habe das schon vergessen, ne? Und wollte das schon jetzt schon hin, ne? So. Ja, man sieht das ja nicht. Das ist das Ding. Dich zünden wir auch an. Oh, wir sind schon angekommen. Okay. So. Genau, die haben wir jetzt auch durch. So, wie kommen wir jetzt wieder hier runter? Einfach springen oder was? Eigentlich kommt man anders hier runter, ne? Ja, so kommt man nicht runter. Egal. So, von hier aus kämen wir sowieso nicht wieder zurück. Weil das ein Lagerfeuer ist und kein Schnellreisefeuer. Ach, Schnellreiselager. Schnellreisefeuer. Oh Mann. Oh, Karte aktualisiert. Das meine ich, Leute. Wir können jetzt viel besser suchen. Das werde ich aber jetzt noch nicht machen, ne? Wir machen die Story dann. Oder wir könnten noch weitermachen. Warum denn nicht? Die Story machen wir beim nächsten Mal, Leute. Wir haben sowieso ein Grab gemacht heute, ne? Deswegen. So, als nächstes gehe ich dann zu dem. Ihr könnt da eigentlich mitkommen, ne? Jo, wo ist denn das? Ach so, da oben. Ja, Leute, ich glaube, ich mache lieber einen Cut. Bis ich da hier ankomme, hier oben. Ne? Schauen wir mal. Vielleicht von hier, wenn Lara es macht. Jo, geht eigentlich. Ja, Lara, mach's mal bitte. Ne, die macht das nicht. Vielleicht von woanders springen. Ah, von hier vielleicht, Idioten. Manchmal bin ich wirklich schlau, ne? So. Oder von hier darüber. Oh, da ist noch eine Kiste. Und wir haben die Reliquie. Ein antiker chinesischer Dolch, wahrscheinlich ungefähr aus dem Jahre 100. Wie lange stranden Schiffe schon auf dieser Insel? Jahre 100. Alter. Machen wir schon mal den Rückweg hier. Ich wollte halt nicht woanders hin. Okay, Lara, komm. Ach, da. So, aber ich muss noch weiter gucken. Ja, Reliquie hole ich mir auf jeden Fall. Die Geocaches mache ich sowieso auf Camp. Da oben, ne? Wie kommen wir da hoch? Oh, die Kisten habe ich vergessen, ne? Da hinten war noch eine. Und hier auch. Ich hol die mir mal. Ja, ihr seid dabei, komm. Wir haben aber richtig gut gesammelt, ne? 1400, Leute. Wenn ich was Neues habe, dann kann ich das direkt upgraden. Direkt. So fleißig muss man sein, Leute.
Manchmal bin ich fleißig, aber manchmal spiele ich auch richtig blöd, ne? Ja, dies muss ich erledigen. Aber, oha. Egal, ich krieg den noch. Ja, ich muss, Leute. Ich muss den leider umbringen. Weil wir brauchen... Ja. EP, leider. Ich habe voll viele ausgelassen. Muss den mal sehen. Bestimmt so 7, 8 Stück. So. Wo ist du? Wo bist du? Wo? Oh oh. Rutsche. Oh, da ist noch ein Geocache. Eigentlich wollte ich hoch, ne? Kann man überhaupt hier hoch? Nee, kann man nicht. Ich bin eigentlich wegen der Reliquie hier. Egal, da haben wir den Geocache gefunden. Da drüben ist das. Oh Mann, wie falsch. Ne? Hä, wie kommt man denn da hoch? Ich überlege gerade wirklich, ey. Wie kommt man da wirklich hoch? Oh Mann, vielleicht so. Ja. Naja, wir haben die. Der hier ist relativ modern, wahrscheinlich 18. Jahrhundert. Die goldene Karpfengravur sollte einen Kontrast zu der schwarzen Lackierung bilden. Machst du mal, Lara, bitte. Blutflecken. Jemand hat dieses Messer vor kurzem benutzt. Vor kurzem benutzt? Okay. So, was fehlt uns noch? Nur die Geocaches, ne? Hä, habe ich einen hier verpasst? Ach du, da drüben. Komm, ich hol die mir noch. Ah, ich weiß schon wie. Nein, so nicht, Lara. So nicht, meine Dame, so nicht. Hä? Verarschen oder so? Hammerhart, Alter. Macht die das einfach nicht. So, nur noch ein. Da hinten. Ich glaube, den... Komm, den mach ich einen Cut. Ganz schnell. Ja, Leute. Ich wollte mir den eigentlich holen, aber dann muss ich weitergehen, ne? Da geht das dann weiter, Leute, mit der Hauptstory. Aber ich habe mir überlegt... Ich beende den Part jetzt. Wir haben heute gut gesammelt und dann habe ich noch ein Grab gemacht. Das ist gut. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, Leute. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Part dann wieder. Abonnieren und bitte liken nicht vergessen, wenn es wieder heißt Tomb Raider Definitive Edition. Ciao, Leute.